Hallo, was waren Sachen? Ja, jetzt mal in Real Life und nicht mit Avatar. Wir wollen von Angesicht zu Angesicht reden und ich dachte, so kommt das ein bisschen besser, weil wir über ein bisschen was Privateres reden. Das ist, glaube ich, ein bisschen schöner, wenn wir das so regeln. Generell habe ich ja eh nie einen Plan, wie ich das mit meinem Kanal mache. Der einzige rote Faden auf dem Kanal ist, dass es keinen roten Faden gibt. Es gibt nur Chaos und ich mache das, worauf ich Lust habe und mal gucken. Ich hatte jetzt vielleicht ein bisschen geplant, so vlogmäßig ein bisschen was zu machen. Einfach weil es auch fürs Erstellen für mich leichter ist, aber ich will auch was machen. Ich hatte jetzt gedacht, ich mache das mit Animation, aber ich brauche doch viel zu lange für Animation. Deswegen wird es nebenbei ein bisschen was damit geben. Ich will auf jeden Fall Animation weitermachen. Ich weiß noch nicht so genau, was ich da mache, aber irgendwas mit Animation wird es geben. Ich habe da echt viel Spaß wieder dran gefunden. Auch wenn das Zeitmanagement noch nicht so klasse ist, aber das kommt noch, das kriege ich noch hin. Generell gab es ja relativ wenig in letzter Zeit, weil ich Zeitmanagement komplett verkackt habe und generell irgendwas fertig machen ist momentan auch schwierig. Aber ich kriege das schon irgendwie hin, weil es hat auch ein bisschen was mit dem zu tun, worum es jetzt eigentlich gehen sollte. Denn, okay, es gibt einen großen. Oder es gibt ein neues Kapitel in meinem Leben. Sagen wir es so. Bei einem großen Umschwung ist es jetzt nicht auch nicht wirklich. Es gibt ein neues Kapitel. Ich habe ja noch nie wirklich einen Hehl draus gemacht, dass ich unter Depression leide. Wir haben auch gerade in Streams öfters mal drüber gesprochen, dass das so ein Ding ist, was bei mir zutrifft und dass ich das habe und generell. Und darum wird es jetzt eigentlich gehen. Das ist so ein bisschen mehr so, heute geht es um mentale Gesundheit und ja, vielleicht ein bisschen. Vielleicht ein bisschen irgendwas zwischen Aufklärung und Erlebnis. So, Erlebniserzählungen, irgendwo was dazwischen wird es liegen. Ich habe nur gemerkt, es tut mir selber ganz gut, wenn ich meine Gedanken einfach freien Lauf lasse und einfach mal so vor mich hin labere. Und vielleicht findet sich der ein oder andere, dem es vielleicht auch nicht so gut geht und der fühlt sich ein bisschen angesprochen. Vielleicht hat er jetzt die Motivation, auch was zu machen oder fühlt sich nicht so alleine gelassen, weil das ist auch eine Sache, die ich sehr, sehr lange, jahrelang kannte. Ich habe schon länger mit Depressionen zu kämpfen, immer mal wieder. Momentan ist es halt sehr schlimm gewesen, die letzte Phase. Ihr habt es wahrscheinlich, gerade wenn ihr öfters zuschaut oder gerade in Twitch wart, Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, ging es mir echt beschissen. Ging es mir richtig schlecht. Da hat die Depression richtig reingekickt. Da konntest du mit mir nichts anfangen. Da musste ich selbst mit mir diskutieren, selber, ob es sich jetzt lohnt, aufzustehen und so simple Sachen zu machen wie essen, trinken, schlafen. War halt selbst das, dieses Bare-Minimum fürs Existieren, das war schon eine Sache, die war anstrengend und schwierig und musste besprochen werden, ob das überhaupt jetzt noch Sinn und Zweck hat. Ja, war eine absurde Zeit, war keine schöne Zeit und bin froh, dass diese Zeit rum ist. Mir geht es jetzt deutlich besser. Ich bin zwar noch nicht komplett aus dem Loch raus, ich bin aber schon auf einem guten Höhe, so wenn wir sagen, das ist 100, das ist 10 und das ist 0, bin ich hier so irgendwo dazwischen, so ungefähr bei 3 oder 4. Man kann mit mir schon ein bisschen mehr anfangen, aber ich bin auch sehr schwankend, weil Depression ist eh so ein Ding, die schwankt und schwimmt. Macht nur Blödsinn. Okay. Ja, ich hatte sehr viel Zeit jetzt in der Tagesklinik und mein Kopf macht. Der hat zu viel Langeweile gehabt. Dem war zu ruhig. Da komme ich aber gleich noch drauf. Da will ich auch ein bisschen reden, weil ich habe mitgekriegt, so ruhige Dinger, die sind nichts für mich. Aber das will ich ein bisschen später besprechen. Generell jetzt erstmal. Ich habe Depressionen, war die ganze Zeit über ambulant in Therapie. Sprich, ich hatte meine Termine, bin dann hingegangen, habe dann dort Gespräche gehabt mit meinem Therapeuten, wurde medikamentös eingestellt und das wurde dann halt immer wieder jedem Termin abgesprochen, wie geht's einem denn jetzt? Kann man da Medikamente einstellen? Kann man da was höher machen, was niedriger machen? Wie geht's generell so von der Mut her? Was ist denn Schönes passiert? Und dass man dann halt einfach aus diesem kompletten Loch, was man da hat bei der Depression, diesen Sumpf an schlechten Emotionen, diesen Sumpf an ja, Trägheit, den man da schon hat, dass man da irgendwie wieder rauskommt. Das war so das Ziel der ambulanten Therapie. Momentan oder mittlerweile bin ich aus diesem kompletten Sumpf raus. Ich bin jetzt irgendwo an der Küste und mit mir kann man schon ein bisschen was anfangen und ich will jetzt so langsam in den Alltag zurück. Und das ist das, worauf wir jetzt erstmal hinarbeiten in der Tagesklinik. Das ist so das Go-To für die Tagesklinik, dass ich halt wieder einen Alltag habe. Es ist jetzt schon nicht mehr so schlimm, dass ich negiere, ob ich jetzt was esse, trinke oder so weiter. Sache ist nur,
Ich habe eine Objektpermanenz eines Hundes oder eines Kleinkinds. Wenn ich es nicht sehe, ist es nicht da. Es existiert nicht. Habe ich gerade bei Trinken gemerkt. Normalerweise echt total untypisch für mich. Normalerweise trinke ich richtig viel. Ich dachte auch die ganze Zeit, ich trinke richtig viel. Bis ich dann mittlerweile irgendwie angefangen habe, Sachen zu hinterfragen. Lustigerweise mit dem Tag, an dem ich in die Taktik gekommen bin, habe ich Sachen bewusster wahrgenommen. Und sonst bin ich immer vom Standard ausgegangen, der eh schon die ganze Zeit war, und habe mich hinterfragt und habe dann auch gemerkt, ja hoch, wenn ich mein Trinken nicht am Tisch stehen habe, trinke ich auch tatsächlich gar nichts. Normalerweise trinke ich jeden Tag zwei so Flaschen. Also eine, meistens eine zuckrige, wie hier jetzt, was habe ich, einen Eistee, und eine Wasser oder beziehungsweise halt im Winter gerne mal einen Tee, dass ich halt so auf die 3 Liter, 4 Liter locker komme. Im Sommer dann halt deutlich mehr Wasser, weil warm, da ist Wasser das Geilste, was du haben kannst. Schön, schön die Hydration mitnehmen. Hydration klingt kacke, Hydration klingt besser. Ich bin schon wieder. Mein Kopf ist komplett das Wirrwarr. Ja, auch noch eine schöne News, die ich mitgekriegt habe, die mir irgendwann mal demnächst, wenn ich ein bisschen aus der Depression raus bin, angehen werden, kontrollieren werden, ist, dass ich höchstwahrscheinlich, eventuell vielleicht, aber dennoch sehr hochwahrscheinlich ADHS habe oder ADS. Was eigentlich im Prinzip das Gleiche ist. Also so kurz, kurz die runtergebrochene, simple Erklärung für den ganzen Käse. Das ADHS, das wird ja wahrscheinlich, das ist das, was bekannter ist, ist dieses Hyperaktive, man hat keine Konzentration. Gerade bei Kindern wird das oft halt aufstehen, rumrennen, hippeln und einfach querschießen und halt einfach der Klassenclown sein etc. Und dann gibt es quasi den großen Bruder oder den kleinen Bruder, wie man dazu sagen möchte, den ADS. Das ist quasi das Gleiche, nur in still. Sind dann halt diese Kinder, die sich, oder diese Leute, die sich komplett in ihrem Kopf verlaufen und dann auch nicht ansprechbar sind. Und meistens kommt dann nur bei Ansprechen so, hä? So, ich habe irgendwas in diese Richtung, irgendwas. Also körperlich bin ich jetzt nicht ganz so aktiv. Aber mein Gedankenchaos, das spielt verrückt, je nachdem, wie ich gerade auch gelaunt bin und was so passiert ist. Momentan dreht es komplett durch. Mir vielleicht auch merkt, ich verliere ja komplett den Faden, aber es ist jetzt egal. Das ist real, das ist live. Ich bin echt und bin Warnung. So. Okay, ich habe nur Scheiße im Kopf heute. Egal. Ich glaube, ich wäre im Video ganz gut. Oder auch nicht, weil ich habe keinen roten Faden. Ich hätte mir vielleicht mal ein Skript schreiben sollen oder so. Ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus. Ich bin in Therapie, ich habe ambulant, ich bin jetzt in der Tagesklinik so. Ich glaube, da waren wir. So, ich bin in der Tagesklinik momentan. Und ich will einfach mal so ein bisschen euch mitnehmen, was da so geht. Ich kann natürlich aus der Klinik direkt nichts erzählen, weil Schweigepflicht und so. Aber ich kann euch meine Gefühlswelt mitteilen. Vielleicht ist ja jemand dabei, dem es auch gerade nicht so gut geht. Und ihr merkt, hier ist so ein Ballerkopf, dem geht es genauso komisch. Der macht so seltsame Sachen, der sagt komische Dinge oder die. Glorreich, erstmal selbst falsch angesprochen. Yay, läuft gut bei mir. Ich habe echt komplettes Chaos gerade im Kopf. Was ist denn jetzt los? Okay. Ja, damit wollte ich eigentlich weitermachen. Wir sind in der Tagesklinik. Ich konnte euch das so ähnlich vorstellen wie in der Schule. Ihr geht da morgens hin und kommt nachmittags wieder nach Hause und ihr habt einen Stundenplan. Der ist wöchentlich festgelegt und ihr habt verschiedene. Ja, Kurse, an denen ihr teilnehmen möchtet, von Gesprächen, Einzelgesprächen, Gruppengesprächen, Ergotherapie, die ich klasse finde. Wir können da Projekte machen. Ich bin da so ein notorischer. Eventuell hat man das in den Streams mal gesehen, wenn man sich meine Teilstraße anschaut. In Streams ist die aufgeräumt. Dann habe ich vielleicht nur 3 Programme auf. Wenn ich alleine vor mich hinarbeite und irgendwas tue, habe ich da gerne mal 15 oder so, weil ich alle möglichen Sachen anfange. Oder halt vielleicht nicht so viele, weil ich allein schon 5 Photoshop-Dinge habe. Kriege aber nichts fertig, was man jetzt vielleicht eine Animation gesehen hat, die ich letztens hochgeladen habe, an der ich irgendwie schon mehrere Monate sitze, die ich nicht fertig gemacht habe. Und dann habe ich sie nicht so fertig gemacht, wie ich sie wollte, weil sie ist nur 5 Minuten lang und nicht länger. Ich wollte sie eigentlich länger machen, das lohnt sich ja auch mehr für euch, wenn ihr längere Videos seht. Ist, glaube ich, angenehmer, wenn man ständig kurze Videos sieht, weil wenn man viele kurze Videos sehen will, kann man ja auf TikTok gehen. Und ich mag lieber lange Videos, wie das hier. Das ist jetzt auch schon fast 10 Minuten und ich habe komplett den Faden verloren. Wie gesagt, ich habe angefangen zu häkeln. Ich habe jetzt einen Topflappen gehäkelt. Ich wollte die ganze Zeit schon häkeln. Ich habe auch schon vor Ewigkeiten mir Garn und Häkelnadel holen lassen.
lass mir das holen. Ich gehe nicht raus aus dem Haus. Ich habe mich die letzten Monate eh komplett eingesperrt. Ich bin nur fürs, okay, ich sag das G-Wort nicht. Ich bin nur fürs Laufen rausgegangen mit meinen Fellknäuel. Und dann halt auch selten alleine. Ich habe lieber jemanden dabei gehabt. Ich wollte nicht alleine raus. Und sonst war ich immer zu Hause. Und es ist jetzt auch eine schöne Sache, dass ich in der Tageslinie bin, weil dann gehe ich ja tatsächlich raus unter Leute. Und das tut mir gut. Ich hatte anfangs echt Bammel davor, dass ich da einfach hingehe. Ich gehe auch immer mit dem Gedanken hin. Das ist schon aber seit Jahren so. Das hat sich so bei mir in die Mentalität zugefressen, dass mir nicht geglaubt wird, wenn es mir schlecht geht. Das ist eine Sache, die ich schon früher sehr viel hatte, dass mir nicht geglaubt wird, wenn es mir schlecht geht. Das war schon zu Schulzeiten etc. so. Das ging halt von mehreren Orten aus. Sei es jetzt der Lehrer, der einem nicht glaubt, dass einem nicht gut geht. Sei es, dass andere Familienangehörige einem nicht geglaubt haben, wenn es einem nicht gut geht. Und ich gehe aus Prinzip, dass Default bei mir ist, du glaubst mir nicht, wenn es mir nicht gut geht. Das ist so der Standard bei mir. Selbst wenn ich zum Arzt gehe. Ich gehe davon aus. Ich gehe zum Arzt und der glaubt mir nicht, dass es mir schlecht geht. Das ist mir noch nie passiert. Mir wurde bis jetzt immer geglaubt beim Arzt. Aber ich gehe immer zum Arzt und denke mir, auch der wird mir bestimmt nicht glauben, dass mir nicht gut geht. Ich weiß nicht wieso, das hat sich so in meiner Tiefe Es hat sich so in meiner Tiefe festgefressen, dass ich immer noch, selbst jetzt noch in meinem Erwachsenenalter von 30 Jahren davon ausgehe, wenn ich irgendwo hingehe oder dass es mir nicht gut geht und ich das jemand sage, wird mir nicht geglaubt. So tief hat sich das in mich reingefressen. Und ja, das ist so auch so eine Sache, die ich vorher nicht bewusst wahrgenommen hatte und auch die Tagesklinik hat mir da geholfen. Generell lustig, einfach dadurch, dass ich jetzt allein, dass ich jetzt einfach dahin gehe, hat bei mir einiges angefangen zu hinterfragen. Die ganze Zeit habe ich mehr so vor mich hergedümpelt und vor mich her existiert. Und momentan habe ich ein oder andere Sachen hinterfragt, auch mit Hilfe von den Leuten da, nicht nur von den Therapeuten. Das Schöne an der Tagesgruppe da, du hast einen sehr bunten, sehr, sehr bunten, buntes Zusammentreffen verschiedener Leute, die aber alle wissen, wir sind alle hier, weil es uns allen nicht gut geht und das ist okay so. Und man kann über Probleme reden und viele haben ähnliche Probleme, weil es halt so ein, gerade Depression ist ja tatsächlich leider so ein Standardding geworden, Gefühl. Aber du gehst in so eine Gruppe und du weißt einfach, allen geht es nicht gut und jeder weiß, dass es den anderen auch nicht gut geht und es ist ein schöneres Umgehen. Das ist auch ein sehr bunter Cast, den wir haben. Ich finde die Leute echt genial, die da sind. Wir haben echt sehr viele, sehr nette Leute da, auch die Pfleger und Psychologen da sind alle echt super, super geil. Die sind echt cool. Was ich auch gelernt habe, wir hatten heute sehr viele Übungen, die Ruhe machen sollten. Du solltest dich entspannen und Gedankenreise und solche Geschichten und das ist absolut nicht mein Fall. Das werdet ihr wahrscheinlich auch gerade merken, weil ich momentan total durchdrehe wie sonst was. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich habe aber gemerkt, so diese entspann dich mal, wir machen jetzt hier irgendwelche Entspannungsübungen, mal hören wir uns auf uns rein. Wir hatten eine Übung gemacht. Jeder durfte sich einen Duft aussuchen und wir sollten den dann halt einfach wahrnehmen. Einfach unter die Nase halten und Augen zu und einfach mal den Duft auf uns wirken lassen. Was empfinden wir damit? Dann haben wir einfach ein bisschen drüber gesprochen, was der Duft für einen getan hat. Und bei mir ging komplett ab dem Zirkus los. In meinem Kopf hat sich's gedreht. Ich war irgendwann bei, keine Ahnung, ich bin irgendwie von Super Mario zu Mangos gekommen, einen Knoten in einem Wasserfall und dann war ich irgendwie bei Trommel. Zwischendurch hatte ich auch tatsächlich eine Werbeunterbrechung, wo das die Fläschchen, die ich hatte so ein Massagegel. So duftendes Massagegel für die Schultern oder so. Das ist das durch die Gegend geflogen. Also ich hatte komplett einen Zirkus bei mir im Kopf. Den hatte ich lange nicht mehr. Das ist so eine Sache. Früher hatte ich das standardmäßig, war das Default bei mir, dass ich komplettes Chaos im Kopf hatte, weil, gerade wenn es ruhig war. Über die Depression wurde der ruhige, was ich jetzt nicht unbedingt schade fand. Ein bisschen seltsam am Anfang, aber das fand ich jetzt nicht so schade, habe einfach gedacht, alles Stress ist schon so anstrengend, das Denken zu anstrengend. Teilweise war auch Denken zu anstrengend, da wollte ich einfach auch nicht so Sachen machen, wie ich 2 plus 2 rechne, das war schon zu anstrengend. Aber da ging es komplett los und dann auch die letzte Übung, wir hatten dann halt zwischendurch nochmal verschiedene andere Sachen und die letzte Übung war nochmal sowas ähnliches, wo man dann halt seinen Körper fühlen sollte, dann war auch, leg dich hin, sei ruhig, wird eine Geschichte erzählt, man musste dann halt einfach Körper bewegen, so
Hände zusammen und mach mal den Muskel, mach mal den Muskel. Und ich habe da gesessen, weil mir oben komplettes Kopfkino. Ich habe nur gesessen, Mann, ist das vorbei? Wann ist das vorbei? Ist das, ich will hier weg. Das ist mir zu langweilig. Das passiert zu wenig. Kann ich lange nicht mehr. Aber das war so. Ich war zu hektisch. Ich hatte die Geduld nicht für Geduldsübungen oder für so Entspannungsübungen. Ich weiß nicht, ob da so ein. Ob ich einfach nur einen schlechten Tag heute erwischt habe für sowas oder ob das einfach generell so ein Ding ist, werde ich dann wahrscheinlich auch die nächsten Tage, Wochen sehen, ob das so ein permanentes Ding ist, was halt absolut bei mir nicht funktioniert. Mal sehen. Aber ja, auch das Schöne war, ich bin natürlich erstmal zur Entspannungsübung zu spät gekommen. Ja, klasse. Zeit funktioniert bei mir anders. Meine Uhr geht anders. Meine Uhr funktioniert nicht so wie die digitale Uhr, die jeder hat. Meine macht mehr so nach Gefühl und das Gefühl ist verwirrt. Das ist meine Uhr. Ja. Seit ich fertig werde, ist auch so eine Sache, die ich nicht hinkriege. Ich finde es auch immer gut, ich habe hier und da ja meinen Bruder oder sonst wen weggefahren und die sagen mir immer vorher Bescheid, dass ich auch ja nicht zu spät komme, dass ich ja da bin, wenn irgendwas ist. Mein Bruder auch hat irgendwie eine halbe Stunde später, sagt er Bescheid, wenn er herkommt, damit er auch weiß, dass er dann kommt, dass ich dann halt auch ready bin, dass wenn er da ist, in einer Viertelstunde fahren wir dann los. Immer schön, wenn andere mitdenken, dass ich so ein komplettes Chaos-Ding bin. Ich bin ein kompletter Chaos-Mensch. Ich glaube, das ist auch das, was auf dem Kanal durchkommt. Embrace the Chaos. Ich glaube, das mache ich jetzt zu meinem Logo, zu meinem Titelspruch oder so. Heiße das Chaos willkommen. Das klingt kacke. Embrace the Chaos. Ich glaube, das kommt gut. Reine Chaos. Ja. Okay, ich habe sehr viel geredet, sehr viel durcheinander geredet. Ich guck mal, ich werde das vielleicht eventuell öfters jetzt mal, dass ich einfach mal so meinen Gedankendurchfall euch in die Kamera kotze und das als Video hochlade. Ich werde jetzt keine Speedruns oder sowas drunter legen, das ist mir jetzt alles zu anstrengend, aber vielleicht werde ich einfach so ein paar Laber-Videos einfach machen, um euch auf meine Reise zu begleiten. Ich habe auch jetzt, es ist zum Schluss jetzt ein bisschen doof, aber ich habe auch unten in der Beschreibung, wenn du bis hierher geguckt hast und gemerkt hast, dir geht's nicht gut oder du hast irgendwelche Probleme, irgendwas ist im Argen. Sei es jetzt, du bist sehr viel traurig, dir geht es generell nicht gut. Du bist schnell wütend oder irgendwas. Ich habe unten nochmal das Seelentelefon drin. Das werde ich jetzt eigentlich immer, gerade bei solchen Videos, unten in die Beschreibung reinpacken, wenn irgendwas ist. Wenn es dir nicht gut geht und du hast einfach nur einen schlechten Tag und willst mal irgend mit jemandem reden, die haben da eine Telefonnummer, da kann man anrufen. Die haben auch E-Mail und so weiter. Die hatten teilweise auch Skype. Ich glaube, das haben sie aber nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt lange nicht mehr angerufen. Ich habe früher die Nummer oft genutzt. Einfach wenn ich einen scheiß Tag hatte, kann man da nutzen. Ich habe im Linktree, wenn einer Bock hat, mir mein Discord drinne, wenn da sich einer nur auskotzen will. Ihr seid immer herzlich eingeladen, sich euch in meinem Discord einfach auszukotzen und da findet doch sicher immer einer, der sich bestimmt mit euch unterhält über wie scheiße doch das Wetter gerade ist oder sonst was. Da darf sich gerne ausgekotzt werden und ja, ist leider ein bisschen spät jetzt gekommen, ist mir vorher nicht eingefallen. Vielleicht denke ich nächstes Mal vorher dran, da was zu sagen. Und ja. Mal gucken, ich werde ein bisschen was erzählen, könnt mich auf meiner Reise begleiten. Jetzt habe ich auch ein bisschen mehr Energie, sowas dazu zu machen. Vielleicht so ein bisschen, ja, irgendwas zwischen Aufklärung und Erfahrungsbericht wird das wahrscheinlich sein und ich rede einfach Blödsinn. Okay. Ich habe jetzt bestimmt mich viermal wiederholt. Dann alle, die bis hierhin tatsächlich geguckt haben, ich wünsche euch einen wunderschönen, wunderschönen Tag. Haltet die Ohren steif und wir sehen uns oder hören uns im nächsten Video. Bye-bye.